Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmgeräten. Wir sprechen über die Volksbegehren betreffend der Impfpflicht. Und das war sicherlich in den letzten Jahren eines der Gesetze, die tatsächlich eine Schande für dieses Haus waren, meine Damen und Herren. Und ich hätte mir erwartet, Herr Kollege Schallmeiner, na, erwartet habe ich es mir nicht, aber ich hätte mir gewünscht, Herr Kollege Schallmeiner, dass Sie sich einfach hier einmal herstellen und sich dafür entschuldigen, für dieses Gesetz, das überhaupt keinen Grund gegeben hat, das zu einem Zeitpunkt beschlossen war, wo bereits in Österreich die Omikron-Variante aktiv war. Sie lernen es nicht. Sie haben es bis heute nicht gelernt. Aber auch die SPÖ war dabei. Und es zeigt ja auch, dass die Vorredner über ganz andere Themen reden. Der Kollege Schallmeiner über eine HPV-Impfung, die hier heute nicht zur Debatte steht. Die Kollegin Nussbaum von der SPÖ spricht über die Zustände im Gesundheitswesen. Auch ein wichtiges Thema, ist aber jetzt nicht Thema. Jetzt geht es darum, was ist passiert? Es wurde in Österreich eine Impfpflicht eingeführt. Es wurden Leute, die sich nicht impfen haben lassen, beschimpft von einer amtierenden Verfassungsministerin für illegal erklärt, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das sind die Zustände, über die wir reden müssen. Darüber müssen wir reden. Was wurde mit einem Drittel der Bevölkerung gemacht? Die wurden vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Da geht es nicht darum, dass die nicht ins Wirtshaus gehen durften. Die durften nicht einmal Schuhe kaufen gehen für ihre Kinder. Die durften den Handel nicht aufsuchen, keine Schulhefte kaufen. All das wurde hier beschlossen in diesem Haus. Und sie stellen sich heute her und sagen, das war richtig, anstatt dass sie endlich sagen, da sind uns viele massive Fehler passiert, meine Damen und Herren. Und wir entschuldigen uns. Das hätte ich mir erwartet und gewünscht, dass das die Vertreter der Bundesregierung endlich auch einmal eingestehen. Ja, da sind Fehler gemacht worden. Aber sie machen ja weiter. Das ist ja das ganz große Problem. Es steht ja das neue Epidemiegesetz ins Haus und da sind ja schon erste Pläne, da wollen sie ja gleich wieder hinein implementieren, dass für zukünftige Pandemien eine Impfpflicht kommen soll. Daran werden sie jetzt gemessen werden. Oder was war denn von der Bundesregierung? Was hören wir denn, wenn die WHO kommt mit den Plänen, Impfpflicht muss kommen für die nächste Pandemie? Da habe ich nichts gehört von Vertretern der österreichischen Bundesregierung, die gesagt hätten, das kommt bei uns eben nicht mehr in Frage. Das wollen wir in Österreich nicht. Wir haben das ausprobiert. Es war ein Fehler. Die Bürger wollen das nicht. Die wollen nicht über sich drüber fahren lassen. Und das ist auch gut, wichtig und richtig so, meine Damen und Herren. Denn Gesundheit ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und ich muss mich individuell entscheiden dürfen, möchte ich mich impfen lassen, ja oder nein. Und da ging es um eine Impfung, da wussten wir, sie schützt nicht vor Krankheit, sie schützt nicht vor Weitergabe, sie schützt vielleicht mich selbst. Vielleicht. Nicht einmal das war gesichert. Auch Geimpfte sind verstorben. Also, meine Damen und Herren, hier sind massivste Fehler passiert. Die sind nämlich im Recht passiert. Und da geht es gar nicht um die Qualität der Impfung oder um Sonstiges. Über das will ich gar nicht reden. Es geht hier darum, wie hier gehandelt wurde und wie hier Vertreter der österreichischen Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger in dem Land beschimpft haben. Ein Vizekanzler der Demonstranten, die sich gegen die Impfpflicht gewehrt haben, als Staatsverweigerer, Rechtsextremisten, Ewiggestrige von der Regierungsbank beschimpft hat. All das ist passiert und das darf nie wieder sein. Österreich muss ein freies Land sein. Und es ist jetzt an der Zeit, dass man versucht, diese Gräben zuzuschütten. Aber das muss von der Regierung kommen. Diese Spaltung, die von dieser Regierungsbank in die Bevölkerung hineingetragen worden ist, muss auch von der Regierung zugeschüttet werden. Auch wenn die Kollegen der Grünen den Kopf schütteln, weil ihnen die Spaltung offenbar gefällt.